Moin Leute, Battlefield 2042 steht vor der Tür und es geht oben um eine Map und vier Spezialisten und viele Waffen und wie kann man sie downloaden, wie kann man sie spielen, was muss man tun, was muss man vorbestellt haben, kann man es umsonst spielen, wie viel Codes vergibt Cheppy, müsst ihr auf seinen Kanal dafür gehen und und. Ganz viele Infos Leute, ich werde euch heute versorgen. Erste ganz wichtige Info. Die Battlefield Beta wird nur am ersten Tag für Vorbesteller sein. Wollt ihr aber nicht warten und habt noch nicht vorbestellt, kann ich euch nur eins empfehlen. Sucht euch einfach bei meinem Partner ineba.com euren Code aus, zum Beispiel hier für die PlayStation, kostet aktuell 1,99 Euro. Den tut ihr einfach bei euch in den Warenkorb, dann habt ihr jetzt hier Gebühr 51 Cent. Ihr könnt bei allem, was ihr bei Ineba kauft, PlayStation-Karten, sonstiges, ist 100% sicher, lasst euch da nichts erzählen. MMOGA ist genauso sicher. Diese Unternehmen arbeiten damit, dass die 100% Vertrauen bekommen. Ihr würdet jetzt für einen Beta-Code für die PlayStation aktuell 2,44 Euro zahlen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich weiß trotzdem nicht, ihr könnt euch auch theoretisch hier PlayStation-Guthabenkarten kaufen und sonstiges. Ihr könnt euch kaufen, was ihr wollt. PlayStation-Guthaben 42 Euro für eine 50 Euro PSN-Karte. Wenn das jetzt aber für euch nicht interessant ist, ich werde morgen um 15 Uhr auf meinem Zweitkanal Cheppy TV, da haben wir Live-Reactions und da haben wir Stream-Highlights und ziemlich viel Cheppy Uncut, einfach nur so wie ich in Streams bin und Videos, die wir uns anschauen, für euch auf dem Zweitkanal, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr beides sehen wollt, das, was hier auf dem Hauptkanal kommt oder. Drei Beta-Codes habe ich von Ineba geschenkt bekommen für PlayStation und PC. Die könnt ihr morgen in dem Video dort absahen. Ab 15 Uhr geht das Video online. Es wird einfach versteckt sein. Ihr könnt einfach reingucken, Cheppy TV abonnieren. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Nächste Woche werde ich da auf dem Kanal auch noch einen nagelneuen BenQ-Monitor verlosen. Ich habe nämlich von den Ehrenleuten von BenQ einen Gaming-Monitor zum Testen zur Verfügung gestellt. Und den fand ich jetzt mit World War 3, was ich gespielt habe, so geil, dass ich den ich jetzt bekommen habe, hier stehen lasse und einen neuen auf mein Geld, auf meinen Nacken kaufe. Und diesen zweiten verlose ich euch im Zuge des Reviews. Das Review wird auch dann auf dem Zweitkanal kommen, das heißt abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Aber die Battlefield Beta beginnt jetzt ab dem offiziell 5.10. Und bevor ihr schreit, ab dem 5.10., das heißt morgen ab 9 Uhr morgens deutscher Zeit, könnt ihr die Beta runterladen. Je nachdem, welche Plattform ihr habt, werden es 25 bis 35 GB sein. Ihr könnt das Ganze schon mal preloaden. Jeder, der die Standard Edition vorbestellt hat, die normale, also die Gold Edition oder die Ultimate Edition, kann die Beta vom ersten Tag an spielen. Es gibt keine Begrenzung von wegen nur die Gold Edition kann vorher spielen oder nur die Ultimate Edition, das ist Quatsch. Aber wenn das Game später Ende November komplett released, können nur die Ultimate und die Gold Edition eine Woche vorab, vor allen anderen, das fertige Game dann zocken. Da hat sich EA mit DICE für entschieden, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ich finde sowas immer Schwachsinn, aber ist so. Das heißt, wenn ihr jetzt die Beta spielt und ihr habt Spaß damit und ihr sagt, ja, kaufe ich mir über Ineba, über Steam oder sonst was, dann müsst ihr gucken. Die Standard Edition könnt ihr erst ab, ich glaube, 19. November spielen. Ultimate und Gold Edition könnt ihr dann eine Woche vor Release spielen, wenn sich der Release nicht nochmal verzögert, das wissen wir aktuell noch nicht. Die Beta wird Crossplay sein. Das bedeutet, ihr könnt auf der PlayStation spielen, auf der Xbox spielen, auf dem PC spielen. Vom 6. bis 7. ist Early Access. Das heißt, 6. bis 7. ab 9 Uhr ab dem 6. können alle Leute spielen, die irgendeinen Beta-Code haben oder irgendeine Version von Battlefield gekauft, vorgestellt haben. Danach, 8. bis 9. aktuelle Daten, können alle spielen. PlayStation, Xbox, PC, alle spielen gegeneinander. Ob ihr es gekauft habt oder nicht, ist völlig egal. Wenn ihr jetzt auf die letzten Jahre mal bei Battlefield achtet, war es immer so, dass EA und DICE Battlefield Betas länger haben laufen lassen. Ich vermute aktuell, dass wir bis Sonntagabend, Montag, vielleicht Dienstag in den Genuss der Beta kommen. Ich persönlich freue mich unglaublich drauf. Ich bin COD-Kind und ich mag eher schnellere Spiele. Ich mag es nicht, wenn es so taktisch wird. Aber ich kann euch eins garantieren, das wird eine sehr coole Erfahrung sein. Und meiner Meinung nach ist Battlefield 2042 dieses Jahr das Game, was gerade auf den New-Gen-Konsolen bisher von dem, was wir gesehen haben, in den Trailer, in den kurzen Gameplay-Szenen, mit am besten ausgesehen hat. Ich bin mir sehr, sehr sicher, Leute, dass viele von euch Spaß da finden werden, aber, ganz wichtiges Aber von mir an der Stelle, bitte bedenkt eins, Call of Duty ist ein Arcade-Run-and-Gun-Style-Shooter.
Er ist schnell, weniger taktisch, mehr auf einen Einzelnen gerichtet. Es gibt Modi wie Herrschaft und S und Z, aber ihr wisst es, Suchen, Zerstören kann man alleine gewinnen, man kann Herrschaft alleine gewinnen, man kann es auch alleine verlieren. Battlefield ist mehr Teamplay. Es ist etwas langsamer, es ist etwas taktischer, es ist wirklich mehr darauf fokussiert, gemeinsam zu agieren. Das heißt, bitte überlegt euch genau, ob ihr das Game, wenn ihr es noch nicht habt, wirklich jetzt schon vorbestellen wollt. Gerade wenn ihr mit Battlefield ähnlich wenig Erfahrung habt, wie ich das habe. Ich kann euch nur eins empfehlen, Leute. Spielt die Beta, guckt euch bei anderen Streamern, guckt euch bei mir auf Twitch ab Mittwoch, bei Raptor, bei Haptic, bei John, ich weiß gar nicht, wer alle werden streamen, wirklich alle Leute, alle sind von COD genervt. Guckt es euch an, spielt es selber, überlegt es euch und bestellt, wenn ihr es unbedingt haben wollt, dann vor. Generell vorbestellen macht außer für Content Creator für niemanden Sinn, es sei denn, man bekommt Vorteile, dass man die Beta wirklich früher starten kann. Das ist der einzige Grund, warum man Unternehmen vorab schon sagen sollte, hier ist mein Geld, mach was du willst. Die Beta wird, davon gehe ich aus, sehr vielen Leuten von euch ein bisschen auch die Augen öffnen, denn eins muss man ganz ehrlich sagen, Call of Duty, Battlefield sind so unterschiedliche Games und in den letzten Jahren habe ich es so häufig schon erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, Call of Duty wird dieses Jahr richtig durchgenudelt und Battlefield ist das Game. Und oftmals nach 2 oder 3 Wochen gehen die Leute wieder von Battlefield weg und haben realisiert, Call of Duty ist doch irgendwie besser, passt besser zu mir, ist schneller, ist weniger taktisch und. Es wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Und das soll nicht heißen, dass ihr euch nicht riesig freuen sollt. Und es soll auch nicht heißen, dass ich mich nicht riesig freue. Aber es gibt genug Content Creator hier in Deutschland, die sich sehr auf Battlefield freuen und die ihr trotzdem am Ende des Tages in Warzone seht oder wie mich in Vanguard oder. Deswegen meine kleine persönliche Empfehlung an der Stelle. Wenn ihr jemanden sehen wollt, der mit Battlefield wirklich viel Ahnung hat, der das Ganze lange begleitet, geht zu Lost. Lost ist, glaube ich, der wurde mir im Stream irgendwann vorgestellt, einer der wirklich sinnvollsten Content Creator, was Battlefield angeht. Ich gucke mir die Videos gerne an, hat ein cooles Setup. Der hat Ahnung von dem Game, der spielt das seit Jahrzehnten gefühlt. Wenn ihr also 100% jemanden haben wollt, dem ihr da lange folgen könnt, solltet ihr bei ihm auf jeden Fall später, früher oder später mal vorbeischauen, gucken, wie so ein Video aussieht. Ich persönlich freue mich riesig. Ich werde ab Mittwoch 18:30 die Beta für euch streamen. Ich werde hoffentlich unglaublich viel Spaß haben und ich würde mir wünschen, dass all das, was wir bisher im Battlefield gesehen haben in den Trailern, auch in der Beta wieder vorkommt. Wichtige Info für euch, es wird Crossplay sein in der Beta. Ihr könnt gegen PC-Spieler, gegen Xbox-Spieler spielen, aber EA und DICE haben schon gesagt, sie haben es nicht fertig bekommen, jetzt zur Beta, dass ihr mit euren Teammates von anderen Plattformen spielen könnt. Das heißt, ihr könnt in einer Party, wenn ihr Xbox-Spieler seid, mit Xbox-Spielern sein, wenn ihr PlayStation-Spieler seid, könnt ihr mit PlayStation-Spielern spielen, ihr könnt aber in der Beta nicht mit euren Freunden von anderen Konsolen oder vom PC in einer Party in das Game joinen. Ihr spielt gegen andere Konsolen, aber nicht mit anderen Konsolen, wenn das halbwegs Sinn macht. Darauf können wir uns auf jeden Fall zum Full Release vom Game freuen. Und ich muss euch sagen, Vanguard, das dauert doch. World War 3 war ein nettes Experiment. Das Game ist leider nicht fertig. Da kommt noch ein Review zu. Die Battlefield Beta könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Ich freue mich. Ich sehne mich nach etwas Neues zu lernen und Spaß haben. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Denkt dran, morgen 3 Beta-Codes auf dem Shepard TV-Kanal. Lasst gern da Like. Und lasst gern Sub da. Ich bin raus. Haut rein.